Was geht, meine Homies? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es geht heute auch wieder um NBA 2K22. Und zwar sind wir so ziemlich am Ende von diesem Spieljahr. Und es war für mich ein guter Zeitpunkt, um mal zu sagen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen an diesem Game. Wir konzentrieren uns auf diesem Kanal natürlich hauptsächlich auf den My Team Modus. Ihr seht, OP ist gelaufen. Die Leute, die im Stream regelmäßig dabei waren, die haben schon mitbekommen. Die jetzt nur auf YouTube gucken, wissen es vielleicht noch nicht. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt, musste operiert werden. Das ist jetzt am Freitag passiert. Ich kann leider nicht online zocken. Ich kann gerade mal so überhaupt offline zocken, wenn es gut läuft. Und deswegen dachte ich mir, es ist ein guter Zeitpunkt, um mal dieses Video aufzunehmen. 2K23 ist schon angekündigt. Ihr könnt euch gerne mal bei Max auf dem Kanal umgucken. Der hat die beiden, ich glaube, es gibt sogar drei oder vier Versionen, mal auseinandergenommen. Welche ist für dich am sinnvollsten, je nachdem, was du brauchst? Guck da gerne mal rein. Grüße gehen raus an Max. Okay, wir sind im My Team Modus. Ich habe jetzt gerade noch das Stream Layout drin. Das habe ich gestern neu gemacht. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren da lassen, wie euch das gefällt. Mir fällt gerade auf, ich könnte eigentlich meine Cam ein bisschen weiter nach oben ziehen, damit wir mehr Platz für den Chat oder andere Sachen haben. Ganz kurz mal warten. Ich habe es mal ein bisschen umgeändert. Ich weiß nicht, ob es, also hier macht es jetzt keinen Unterschied. Aber ich denke, für den Stream auf jeden Fall, schaut da gerne mal vorbei auf Twitch. Misi2k heiße ich auf allen Plattformen, gerne auch Twitter, Instagram abchecken. Auf Instagram geht es in letzter Zeit relativ viel ab. Ich habe viel zu posten, auch einige Trading Cards, die ich ja jetzt auch seit ungefähr einem halben Jahr sammle. Es macht mega, mega viel Spaß. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr das auch mitbekommen wollt. Ich möchte heute Folgendes angehen. Und zwar möchte ich die einzelnen Möglichkeiten in My Team, das Spiel zu spielen, auseinandernehmen und analysieren und sagen, was fand ich gut, was fand ich nicht so gut. Und da möchte ich erstmal mit den Offline-Modi anfangen. Und da beginnen wir mal mit Triple Threat Offline. Triple Threat Offline, klassischer Modus, 3 gegen 3. Wir kennen es seit einigen Jahren in My Team. Es ist so, dass das jetzt spielerisch nichts Anspruchsvolles ist. Ich gehe mal rein. Ihr seht, es gibt immer verschiedene Belohnungen zu bekommen. Du kannst Spieler, Packs, MT oder Token gewinnen. Du brauchst eine gewisse Anzahl von Siegen, um auf der Siegesleiter auch deine Belohnung zu holen. Das ist ganz nice. Allerdings sind die Belohnungen auf der Leiter zu vernachlässigen. Die geilen Belohnungen kriegst du, wenn überhaupt, dann in dem Tresorpreis. Problem an dem Tresor ist, du musst erstmal das Spiel gewinnen, um den Tresor zu bekommen. Das ist kein Thema, du gewinnst die Spiele. Aber dann muss der sich erstmal öffnen. Und wenn der sich öffnet, dann muss noch das Geile drin sein. In der Regel hast du diese Token drin, diese wenigen MT. Der Spieler oder das Pack ist sehr, sehr selten. Aber für Anfänger, die erstmal MT brauchen, die in den Modus reinkommen wollen, die vielleicht 2K-Anfänger sind, perfekter Modus, Leute. Da auf jeden Fall reingucken, wenn ihr noch nicht so lange dabei seid. Auch 2K23, wenn der Modus wieder dabei ist, dann ist es euer Ding. Nächster Modus, Domination. Wir haben in der Domination mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Möglichkeit, die Endbelohnung für die Domination zu bekommen. Ihr seht schon, ich selber habe 7 sogar, glaube ich. Ihr seht schon, ich habe hier 0 Sterne, 42 Sterne, 15 Sterne, 0 Sterne, 61 Sterne, 0 Sterne, 30 Sterne. Das ist ein übler Grind, diese Domination. Du brauchst 33 Siege mit einer bestimmten Punktzahl, um diese Endbelohnung zu bekommen. Zwischendurch bekommst du auch einige Belohnung. Das ist jetzt hier bei der letzten Domination ganz geil. Du kriegst für jedes Spiel, was du gewinnst, eine Hall of Fame-Plakette und dann, wenn du die ganze Gruppe abgeschlossen hast, ein Diamantvertrag. Sehr, sehr geil. Warum nicht früher? Warum im Endgame? Am Ende kriegst du den Endgame James Harden. Ist allerdings, wie gesagt, ein harter Grind. Für mich persönlich immer zu viel. Ich habe es jetzt gemacht, weil ich nur offline zocken kann und nebenbei die Challenges für Nikola Jokic gemacht habe. Aber für auch vier, für Anfänger, geh in die Domination rein, zock die erste. Wenn du ein Spiel machst, geh erstmal auf Rookie-Schwierigkeit, taste dich ans Game ran, guck, wie die Spieler sich bewegen, guck, wie die Releases von den Spielern sind. Perfekter Modus für Anfänger auch hier. MT stacken, Gameplay lernen, fertig. Nächster Modus, Herausforderung, auch Offline-Gameplay. Je nachdem, was es für Belohnungen gibt, zockbar oder auch nicht.
Mal so, mal so. Ich finde immer ganz geil, wenn es neue Packs gibt in den Promos, hast du hier die Skill Challenges, kannst du ein Pack gewinnen. Hatte noch nie was Geiles drin, das ist eine andere Sache. Aber auch hier Spotlight, auch wieder ein härterer Grind für größere Belohnungen. Da gab es halt zuletzt, was gab's? Das gab Invincible, Joel Embiid, ja. Letztendlich war der bei mir auf der Bank, weil der Grind so lange dauert, bis du dann im Auktionshaus, wenn du ein paar MT hast, geilere Spieler kaufen kannst. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Freestyle, kannst du deine Spieler testen, kannst du Moves ausprobieren, die Releases trainieren und so weiter und so fort. Ist ganz nice, wenn du dir einen neuen Spieler geholt hast oder einfach mal reinkommen willst. Das war's mit den Offline-Modi. Wir kommen zum Online-Modus und da möchte ich mal von oben nach unten gehen, so wie eben. Wir starten mit Clutch-Time. Clutch-Time, ich schwöre auf alles, das ist die beste Neuerung in MyTeam seit Jahren. Du hast den Modus folgendermaßen aufgebaut. Der kam auch erst zu Season 2, also die haben den erst nachträglich gebracht. Ich weiß nicht warum, aber es war gut. 5 Minuten, ein Viertel ist ein Spiel. Du hast eine 4-Punkte-Linie, du hast keine Auswechslung. Das heißt, du hast nur diese 5 Spieler, die du mitnimmst. Wir gehen mal ganz kurz rein. Die Jungs, die das Video jetzt gucken, die kennen den Modus natürlich. Und du musst 100 Spiele gewinnen, um diese Endbelohnung zu bekommen. Einen Endgame Chris Webber, das war mal so und so einer. Danach hast du nach jedem Sieg ein Rad, was du drehen kannst. Da kannst du auch nochmal ganz gute Belohnungen bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch hier sehr, sehr gering, dass du die geilen Preise absahnst. Sehr, sehr guter Modus. Fun-Modus für zwischendurch, wenn du es nicht so ernst nimmst, Spieler testen willst. Perfekt auch für einen Stream. Also Clutch-Timer für einen Stream, sehr, sehr geiler Modus. Draft, Draft, Leute. Ich bin Draft-Muffel. Ich spiele immer ganz gerne mit meinem Team im Draft. Ihr kennt es von FIFA oder auch von NFL. Madden, gehst rein in den Modus, gibst das Ticket aus und kannst dann Packs öffnen, musst von jedem Pack, ich glaube, ein oder zwei Spieler auswählen, die du in dein Lineup nimmst. Mit dem Lineup musst du dann zocken. Die Gegner, die in diesem Modus spielen, sind nicht die allerstärksten, habe ich gehört. Belohnung ist aber auch nicht so geil. Plus, du kannst nicht mit deinen Spielern zocken und kommst in anderen Modi auch nicht weiter. Ich habe auch gesehen, dass bei manchen XP-Challenges der Draft ausgeschlossen ist. Das heißt für mich persönlich kein guter Modus. Hier wäre vielleicht ganz nice, eine Rangliste einzufügen. Aber zu dem Punkt komme ich auch später nochmal. Triple Threat Online. Genau wie Triple Threat. Genau das gleiche, 3 gegen 3, nur jetzt gegen andere Leute online im Multiplayer. Super, super gut, weil einfach, du kannst, okay, ich habe jetzt hier 3 Niederlagen und 7 Siege, 2 Niederlagen davon waren Disconnects, weil ich einfach auf der Leiter weiter nach oben kommen wollte, egal. Je nachdem, wie viele Siege du hast, bekommst du 1, 2 oder 3 Balldrops und ihr seht auch nebenan die Belohnung, sehr, sehr nice, sehr, sehr gut, du kommst schnell voran. Diese 100, das spielt keine Rolle, wenn du ein okayer Spieler bist, dann wirst du nicht so oft verlieren, dass du da so oft 21 abgezogen bekommst. Triple Threat Online, gerne beibehalten, klassischer Modus, kannst du nichts mit falsch machen. Wie gesagt, auch Clutch Time, bitte drin lassen. Was ich zu dem Offline-Modus eben vergessen habe, Domination, bitte kürzer. Entweder die Spiele kürzer machen oder weniger Spiele, das ist echt zu hart, der Grind, das nervt. Unlimited, mein allergrößter Lieblingsmodus. Ich habe in dieser Season noch kein Spiel gezockt, weil ich warten wollte. Und jetzt geht's nicht. Deshalb mal gucken, wann es geht. Aber Unlimited ist mein persönlicher Lieblingsmodus, weil du dich hier gegen diese anderen Leute, die auch das Spiel ernster nehmen, messen kannst. Du hast hier endlich mal eine Sieges-Niederlagen-Bilanz. Du kriegst die Prozente ausgerechnet. Du kannst in verschiedene Ligen aufsteigen. Am Ende dieser Showdown, der ist ein bisschen zu heftig und die Belohnungen aus dem Galaxy Opal Tier für die 12 Siege sind auch dieses Jahr zu schwach gewesen, beziehungsweise sie müssten eigentlich am Ende der Season immer nochmal geupdatet werden, weil wenn du sie nicht an Tag 7 spätestens bekommst, ist die Belohnung schon outdated und hier ist sie seit Tag 1 outdated gewesen. Es ist der Invincible Grant Hill, der nicht mal Point Guard spielen kann. Mittlerweile sind wir in Endgame-Modus, wo
Yao Ming Point Guard spielen kann, gefühlt. Das bringt nicht mehr viel, dann Invincible Grant Hill auf Shooting Guard zu stellen. Deswegen das mit den Belohnungen, das müssen sie besser machen, was ich mir für Unlimited auch wünsche. Lass den Modus gerne so, wie er ist, mit dem Ligensystem und den Siegen und Niederlagen und Showdown. Aber bitte bringt eine Rangliste rein. Ich brauche so dringend für diesen Unlimited Grind eine Rangliste, weil das Spiel dauert immer eine halbe Stunde und das ist ein Grind. Jeder kennt das, der das zockt. Bitte bring eine Rangliste rein. Wir brauchen generell mal eine Auflistung. Wir wollen sehen, wer sind die besten Spieler, wer sind die süchtigsten Spieler. Ist Ty Debo wirklich immer der Beste oder ist er der härteste Grinder oder welcher Euro-Spieler ist der Beste? So eine Liste brauchen wir mal. USA, Afrika, Europa, was auch immer. Wegen mir auch weltweit. Das gab es in 2K18, glaube ich, oder 2K17 oder 2K19. Nee, 2K19 war es nicht, aber 17 oder 18 gab es den Modus Supermax. Eigentlich wünsche ich mir diesen Modus zurück. Das war richtig, richtig gut. Supermax mit Rangliste. Bitte, 2K. Bitte bringt das 2K23. Ich hoffe, ich habe es nicht irgendwas jetzt schon überlesen und das Video kommt viel zu spät, aber sowas würde ich mir wünschen. Limited, letzter Modus, weil mit Freunden spielen ist klar. 5 gegen 5 gegen deinen Kumpel, auch Fun-Modus, wenn du online keinen Bock hast, aber gegen Kumpels spielen willst, das ist dein Modus. Limited. Limited, Alter. Wochenendmodus. Bitte vergleicht es nicht mit der Weekend League, wenn ihr diesen Modus noch nicht kennt. Ich hatte, als das letztes Jahr kam, gehofft, dass es sowas wie eine Weekend League wird. Aber es hat mit Weekend League gar nichts zu tun. Du hast eine Aufstellungsbeschränkung für das Wochenende und spielst dann mit dieser Aufstellungsbeschränkung deine Spiele. Online gegen andere, 5 gegen 5, so wie es halt auch bei Unlimited ist. Super, super gut an sich. Aber du kriegst jetzt deinen Ring, den du jede Woche holen musst. Ich gehe mal in den Modus rein. Du brauchst diese Woche sogar... Nee, es sind 6 Ringe immer. Du brauchst 6 Ringe. Das heißt, du musst jedes Wochenende deinen Ring holen, damit du am Ende diese Endbelohnung bekommst. Die steht jetzt noch nicht fest. Die kannst du dir am Ende auswählen. In der letzten Season war das ganz nice gemacht, weil du dann aktuell gute Karten bekommen hast, nicht so wie bei Unlimited. Aber nach jedem Sieg hast du das Feld 1, 2, 3, Mitte machst du auf, da ist dann was dahinter und dann kannst du wählen links oder rechts. Und du musst den Ring treffen, damit du den Ring für das Wochenende bekommst. Problem ist, das ist alles zufallsbasiert. Ich hatte in meinem ersten Limited-Wochenende, das war 2K21, über 20 Siege gebraucht, bis ich diesen Ring bekommen habe. Siege. Waren bestimmt auch ein, zwei Niederlagen dabei, aber die Woche drauf habe ich es im ersten Spiel bekommen. Die Woche danach nach dem dritten Spiel. Die Woche danach wieder nach dem 11. Spiel. Also beispielmäßig, ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich fasse diesen Modus gar nicht mehr an, weil die Belohnung juckt mich gar nicht so hart, dass ich den anderen Modus, den ich lieber zocke, liegen lasse, nur dafür, dass ich am Ende einen Spieler mir vielleicht gar nicht erspielen kann, weil ich den Ring nicht bekomme. Das ist für mich reine Zeitverschwendung. Da habe ich lieber Unlimited und habe dann meine Win-Statistik verbessert oder verschlechtert, beziehungsweise habe mich wieder mit anderen starken Spielern gemessen, weil bei Limited sind die Gegner auch gar nicht so stark. Entweder liegt es daran, dass sie ihre Spieler nicht spielen können wegen den Lineup-Restrictions oder es sind einfach mehr Trash-Ass-Spieler in dem Modus drin. Keine Ahnung, aber so ist es. Ich wünsche mir wirklich sehr, sehr, sehr gerne eine echte Weekend-League in My Team. In My Team Multiplayer, dass du wirklich den Modus hast, es ist Wochenende, Freitag bis Montag, 8 Uhr morgens, mach, keine Ahnung, bei NBA 2K ist es schwierig, wie viele Spiele sind es bei Madden, 20 oder 30 oder 25, so und so viele Spiele, wie viele Siege bekommst du, gestaffelte Belohnungen, die sich lohnen, plus am Ende eine Top 100, die dann nochmal extra Belohnung bekommt und wo du dann wirklich auch wir haben doch dieses 250k Turnier. Warum nehmen wir diesen Comp-Gedanken nicht auf und tragen den übers ganze Jahr? Es gibt kaum MyTeam-Turniere, wenn das keine selbstorganisierten sind. Diese PSN-Turniere von, ich weiß nicht, wie sich das nennt, ESL, glaube ich, das sind alles PlayNow-Online-Spiele. Du hast kein MyTeam-Turniere, wenn es nicht von irgendwelchen anderen Seiten oder Organisationen organisiert ist. Von 2K habe ich wenig gesehen. Twitch Rivals gab es mal, okay, das war auch ganz nice. Aber es war aber auch Play Now. Das heißt, bitte, 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 für 2K23
eine Weekend League mit Rangliste, alles mit Rangliste. Alles, was online ist, mit Rangliste, damit die Schwitzer schwitzen können. Clutchtime ist der Modus für die Leute, die Just for Fun spielen. Das ist super gut, das kann man genauso lassen, aber bitte Unlimited mit Rangliste oder Weekend League mit Rangliste. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gesamtfazit zu NBA 2K23 My Team. 22 My Team, soweit sind wir noch nicht. Für mich war das eines der besten 2Ks seit Jahren. Ich weiß nicht, welches 2K ich in den letzten Jahren mehr gespielt habe. Hier lag es sicherlich auch an meinen Verletzungen vom Sport. Aber letztes Jahr zum Beispiel wenig Motivation gehabt. 2K20 wenig Motivation gehabt. 2K19 richtig reingesuchtet, richtig stark gespielt auch. Davor die Jahre auch immer besser geworden. Aber dieses 2K ist wirklich hands down das Beste seit Jahren. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Wenn das Spiel sich nächstes Jahr nochmal verbessert, Leute, dann geht's uns gut. Deshalb, Video ist lang genug. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Hatte ich irgendeinen Take, der komplett daneben war? Habe ich die Game-Modis zu lang geschrieben? Ich meine, wir sind am Ende des Jahres, ihr kennt die Game-Modi. Was sagt ihr zu den Multiplayer-Modi? Das interessiert mich am allermeisten, weil das diesen, wo mein Herz auch ein bisschen dran hängt. Oder habt ihr andere Ideen? Lasst in den Kommentaren da. Schreibt kräftig rein, lasst Likes da, folgt mir bitte auch auf den anderen Plattformen. Ich streame regelmäßig, ich bin auf Instagram aktiv, auf Twitter sowieso, auf TikTok gebe ich auch meinen Senf dazu. Haut da mal rein, Leute. Ansonsten will ich euch nicht weiter nerven. Genießt die Hitze, bleibt anständig. Ich bin raus. Peace.